Hallo, ihr süßen Puppis, ich bin eure Jurassic Parker live aus Berlin. Ich war gerade noch im Park, ich habe noch meine andere Kamera noch gar nicht aufgeladen, die muss ich erst noch aufladen. Ich war gerade schön im Gleis 3 Park mit meinem Wuffi. Putin, jetzt komm. Und heute ist der 27. Juni. Es ist wunderschönes Wetter. Wir haben echt endlich wieder Sommer. Es hat wahnsinnig viel geregnet die letzten Tage. Ich gehe jetzt noch kurz zu Rewe. Da kaufe ich noch eine Tiefkühlpizza, weil ich habe wahnsinnigen Hunger. Und noch eine Flasche Sekt. Und dann gehe ich noch schnell zu Rossmann und kaufe meiner Tochter Weinhaus noch eine Strumpfhose. Weil die kommt nämlich um 15 Uhr zu mir nach Hause. Und dann fummeln wir uns zusammen auf. Weil wir dann nämlich eingeladen sind in das Hotel da rum. Es ist ein sehr schönes, luxuriöses Hotel in Berlin-Mitte. Und da feiert nämlich der Harald Glückler die Präsentation seiner neuen Kollektion. Es ist nämlich mal wieder Fashion Week in Berlin. Und da dürfen die Weiners und ich natürlich nicht bei fehlen. Und ich freue mich total, dass wir da eingeladen worden sind. Das Ganze gegenüber meinen guten Freund Julian Stöckel, den kennt ihr vielleicht aus dem Dschungelcamp. Wir kennen uns schon ein bisschen länger, der Julian und ich. Und immer wenn der irgendwo eingeladen ist und er mich denkt, dann lädt er mich immer noch mit ein. Da freue ich mich total. Und dann dürft ihr mir heute wieder durch den Tag folgen. So, ihr Puppen. Ich habe mittlerweile gegessen, ich habe mich geduscht und ich habe meinen kompletten Körper rasiert. Weil es war mal wieder an der Zeit und heute werden wahrscheinlich im Hotel darum, werden wahrscheinlich viele Fotografen da sein und hoffentlich auch ein paar Leute vom Fernsehen. Vielleicht ist die Frau Ludwig auch da, mal gucken. Und da muss ich natürlich schön sein. Da habe ich Achseln rasiert, Brust wieder frisch rasiert, meine Beine. Die waren nämlich schon wieder extrem haarig und das setze ich mir mal in die Badewanne und dann dauert das auch mal ein bisschen. Also ich muss wirklich sagen, ich hasse es. Und dann kommt die Weinhaus, kommt jetzt eigentlich vor 5 Minuten, sollte sie hier sein. So, das ist mein Arbeitsplatz. Hier schneide ich meine Videos, hier beantworte ich meine E-Mails und meine Facebook-Nachrichten und alles. Das ist die Schaltzentrale der Macht. Und da sitzt der Putin immer. Der kleine Schnuffi-Struppenwurf. Fashion Show bei Harald Glückler. Sehr geehrte Frau Jurassic Parker. Harald Glückler gibt sich die Ehre, Sie zu seiner exklusiven Fashion Show einzuladen. Ja, heute ist erst ein Empfang. Ich hoffe, da gibt es genug Sektchen. So, ihr seht, ich habe schon meine Augenbrauen ein bisschen abgeklebt. Und guckt mal, wer da ist. Die Weinhaus. Und sag mal, Weiners, du hast doch früher schon mal im Hotel de Rome gearbeitet, richtig? Als Massage. Ich war da Spa-Therapeutin. Ja. Im Spa. Und ist es da schön im Hotel de Rome? Also Hotel de Rome ist tatsächlich ein sehr schönes Hotel aufgrund der Architektur. Das gehört zur Roccoforte. Hotelkette und Roccoforte gehört ja zu den besten Hotels der Welt tatsächlich. Ja? Oh, okay. Und ist halt 5 Sterne superior. Oh. Und zeichnet sich aus durch Stil, aber nicht überladen. Weil wenn man ins Adlon geht, muss man erstmal fast kotzen. Wegen ganz Scheiße an den Wänden hängt so. Ihr Mäuse, wir sind endlich fertig aufgedresst. Die Weiners und ich. Sie ist heute wieder Schneewittchen und ich bin Rosenrot. Nee, Schneeweißchen und Rosenrot. Nee, ich habe keine blutroten Lippen. Ich habe Nude-Lippen. Nude-Lippen. Ich habe auch Nude-Nägel. Ja, ja. Ich habe den blutroten... So, und wir sind jetzt sitzen auf der Potsdamer Straße vom Friseur. Und hier ist die Potzi. Und wir holen uns jetzt ein Taxi und dann fahren wir ins Hotel da rum zu Herrn Glückler. Der wartet schon auf uns. Der hat uns nämlich persönlich eingeladen. Hi. Hi. Gucken die denn so blöd? Guck mal, der eine hat einen hübschen Arsch. Ja. Weiß ich nicht. Na, jetzt reden sie bei uns. Sieht wahrscheinlich im Bild blöd aus, aber in echt war es ein hübsches Gesäß. Natürlich. So, und jetzt rufen wir uns ein Taxi und dann geht's los in die Behrensstraße Nummer... Und der ist total nett, ja? Mit dem haben wir gerade schon ein bisschen geschnackert. Und wie lange brauchen wir jetzt, Jürgen? Viertelstunde. Jürgen sagt eine Viertelstunde. Reicht ja auch, oder? Reicht ja auch. Guck mal, das ist ganz süß, ganz süß. Ja. Hi. So.
Das ist mein neuer Freund. Nein. Nee. So, also Viertelstunde sind wir da. Wie spät haben wir es jetzt, Reinhaus? Kurz vor halb. Kurz vor halb. Also wir sind eine Dreiviertelstunde zu spät, aber wir haben noch eine Viertelstunde Zeit, um noch Sekt zu trinken, bevor die Show losgeht. Aber es ist ja eigentlich... Wenn kein Sitzplatz in der ersten Reihe kriege, raste ich aus. Wegen dir, weil du zu spät bist. Das heißt deinetwegen. Deinetwegen. Nicht wegen dir. Ich bin aus Bayern, ich darf das. Du bist aus Franken, das ist nicht Bayern. Ja, ist so. Franken ist wie Schottland in England. Weißt du? Sharing is caring.